Schlaf, tiefer, viel tiefer, lass los, lass ganz los. Wenn ich deinen Kopf rotiere, geh tiefer in die Entspannung. Wenn ich deinen Kopf loslasse, siehst du noch tiefer, tiefer entspannt. Sehr gut, du fühlst dich vollkommen von alleine. So, dass du sie gar nicht mehr anhalten kannst, sie werden schneller und immer schneller, wie von alleine. Wenn du versuchen würdest, sie anzuhalten, sie gehen schneller. Wenn du versuchen würdest, sie zu beeinflussen, sie gehen schneller und immer schneller. Versuch sie anzuhalten, sie gehen schneller. Versuch sie anzuhalten, sie gehen schneller. Versuch sie anzuhalten, sie gehen schneller. Ich zähle von 1 bis 3, bei 3 klatsche ich in die Hände. In diesem Moment und nicht vorher ändern sie ihre Richtung und sie gehen andersrum. 1, 2, 3, andersrum, andersrum. Jawohl, schneller und immer schneller und immer schneller. Und genauso lässt sich in der Hypnose auch unser menschlicher Geist umprogrammieren. Ich klatsche nochmal in die Hände bei der Zeitreise, gehen andersrum. Genauso lässt sich auch unser Inneres umprogrammieren. 1, 2, 3, andersrum, andersrum, schneller und immer schneller. Schlaf tiefer. Dann bleibt er in genau der Position und er lässt sich dort nicht mehr bewegen. Ich nehme deinen Arm, er bleibt in der Position. Der Arm bleibt in dieser Position. Er ist wie festgeklebt an deinem Kopf. Dein Arm und dein Kopf sind wie mit Sekundenkleber verbunden. Der Arm ist vollkommen fest. Der Arm ist vollkommen fest. Wenn du versuchen würdest, ihn wegzunehmen, dann wird er noch fester. Er bleibt in genau der Position. Wenn du versuchst, ihn zu bewegen, wird er noch fester. Er ist jetzt vollkommen fest. Wenn du versuchst, ihn zu bewegen, wird er noch fester. Versuch ihn zu bewegen, er wird fester. Versuch ihn zu bewegen. Er wird fester. Er geht fester zurück. Versuch ihn zu bewegen, er geht fester zurück. Er geht immer noch fester zurück. Und pass auf, nimm den anderen Arm, der ist frei und der wird wieder fest. Der Arm ist fest, immer fester wird er, immer fester wird er. Versuch ihn zu bewegen, er wird fester, immer fester, immer. Versuch es, du kannst es nicht, versuch es, du kannst es nicht. Und lass los und sinkst tiefer in die Entspannung. Der Name ist Lupi, aber nur für heute Abend und nur für diesen Moment. Und wenn du das verstanden hast, dann nick mit dem Kopf. Gut. Ich zähle von 1 bis 3, bei 3 öffnen sich deine Augen. Du bist scheinbar hellwach, fühlst dich vollkommen wohl, kannst gleich mit mir sprechen. 1, 2, 3, öffne deine Augen. Wie geht's dir? Gut. Gut. Hey, und doch ein paar nette Leute. Es regnet nicht und das finde ich gut. Wie heißt du nochmal? Snoopy. Was? Nochmal? Snoopy. Snoopy? Ja. Ein schöner Name? Ja. Okay, schlaf. Und du fühlst dich noch wohler. Dein richtiger Name ist jetzt wieder da, dein richtiger Name ist da und er bleibt dir natürlich auch erhalten. Du sinkst tiefer in die Hypnose, du fühlst dich noch wohler. Wenn ich jetzt gleich dich bitte, deine Augen zu öffnen, dann wird dein linker Fuß am Boden festgewachsen sein. Dein linker Fuß ist vollkommen am Boden festgewachsen. Deinen rechten Fuß, dein rechtes Bein kannst du bewegen. Dein linker Fuß ist fest am Boden festgewachsen, festgeklebt, vollkommen unbeweglich. Du fühlst dich aber wohl dabei. 1, 2, 3, öffne deine Augen. Alles klar? Ja. Okay, komm mal einen Schritt näher. Was ist los? Rechts geht, oder? Und links auch nicht. Okay, schlaf tiefer. Von den Ballons. Ganz langsam immer weiter. Und alle guten Gefühle in deinem Leben versammeln sich jetzt in deinem Körper. Und je höher deine Arme gehen, umso besser fühlst du dich. Eine Mischung aus Liebe, eine Mischung aus Glück, eine Mischung aus Enthusiasmus wird stärker und immer stärker. Je höher sie gehen, umso besser fühlst du dich. Und je besser du dich fühlst, umso höher gehen die Ballons. Höher, höher und immer noch höher, bis sie ganz senkrecht nach oben sind und sogar deine Arme noch strecken, weil ich weiß nicht, wie gut du dich fühlen kannst, aber du weißt es. Besser, besser, besser. Immer noch besser fühlst du dich. Sehr gut fühlst du dich. Und die Arme strecken sich. Immer noch besser fühlst du dich. Du fühlst dich so wunderbar. So wunderbar. Und wenn diese Hypnose nachher gleich zu Ende ist, dann sind alle meine Suggestionen von mir genommen. Nur diese Gefühle bleiben. Du fühlst dich so gut. Du fühlst dich so gut, dass du weißt, du kannst alles erreichen, was du dir in deinem Leben vornimmst. Denn du hast alles in dir drin. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 fallen deine Arme nach unten. Du gehst noch tiefer in die Entspannung. 1, 2, 3. Und du gehst tiefer in die Entspannung. Sehr gut. Je tiefer du gehst, umso wohler fühlst du dich. Die guten Gefühle, verbunden mit dem Gefühl der Entspannung, sind in deinem Körper und werden immer noch stärker. Wenn ich jetzt von 1 bis 5 zähle, dann bleibt das gute Gefühl. Und es bleibt eine Möglichkeit, wenn ich das Wort Schlaf sage, zurück in die Entspannung zu gehen. 1, 2, 3. Mach dich bereit. Du fühlst dich gut, du fühlst dich sehr gut. Die guten Gefühle bleiben. 4 und 5. Öffne deine Augen. Super. Wie geht's dir? Alles gut. Gut. Alles gut. Mensch, danke schön. Ja, super, danke. Ja. Möchtest du noch mal erleben, so ganz kurz? Ja, so ein paar Sekunden. Das geht auf die Ferne, auf die Entfernung hier. Schau auf meine Fingerspitze. Und schlaf und du sinkst zurück. Fühlst dich noch wohler, fühlst dich noch besser. Wenn du jetzt endgültig deine Augen öffnest, ist auch die Suggestion mit dem Schlaf von dir genommen. Nur wenn du in Hypnose gehen möchtest, bei mir oder bei einem Kollegen, dem du vertraust, kannst du augenblicklich in die gleiche Tiefe gehen. Denn Hypnose ist eine tolle Möglichkeit, um für dich in deinem Leben Dinge zu ändern, wenn du das möchtest. Bei 3 öffnen sich deine Augen und du fühlst dich gut. 1, 2, 3, öffne deine Augen. Gut.
Fühlst du dich? Stimmt das alles? Alles in Ordnung. Ja. Schlaf, Tiefe. Lass los, lass vollkommen los, lass vollkommen los. Mit jeder Bewegung lass vollkommen los. Lass vollkommen. Sie bewegen sich schneller. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 klatsche ich in die Hand. Wenn ich das tue, gehen Sie von alleine andersrum. 1, 2, 3. Andersrum, andersrum. Schneller, immer noch schneller. Versuch sie anzuhalten. Sie gehen schneller, immer noch schneller. Bei jedem Klatschen andersrum. Bei jedem Klatschen andersrum. 1, 2, 3. Andersrum. Andersrum. Immer schneller, schneller, immer noch schneller. Jetzt zähle ich von 1 bis 3. Bei 3 fallen die Arme zurück und du sinkst tiefer in die Entspannung. 1, 2, 3. Sie fallen zurück, du sinkst tiefer. Es rücken jetzt die Zahlen 6 und die Zahlen 8. Die rücken ganz, ganz dicht beieinander. Die Zahl 6 und die Zahl 8 sind ganz dicht beieinander, so dicht, dass kein Platz dazwischen ist. Ich lasse den Arm runtersinken. Die Zahlen 6 und 8 sind ganz, ganz dicht beieinander. Hast du das verstanden? Ist das okay für dich? Dann nick mit dem Kopf. Gut. Ich zähle jetzt von 1 bis 3. Bei 3 öffnen sich deine Augen. Du fühlst dich vollkommen wohl. Du kannst leicht mit mir sprechen. Und wenn ich dann meine Hand vor deinen Augen runterführe und das Wort Schlaf sage, dann schließen sich deine Augen, dein Kopf nickt nach vorne und du sinkst noch viel tiefer in die Entspannung. Mach dich bereit. 1, 2, 3. Öffne deine Augen. Du kannst leicht mit mir sprechen. Wie geht's dir? Irgendwie entspannter, gell? Ja. Als normal. Aber gut. Ja, okay. Schau auf meinen Finger. Und schlafen, du sinkst zurück. Viel, viel tiefer. Viel, viel tiefer. Sehr gut. Ich zähle nochmal von 1 bis 3. Bei 3 öffnen sich deine Augen wieder. Und du fühlst dich sehr gut, kannst leicht mit mir sprechen. Alles bleibt so ansonsten, wie es ist. 1, 2, 3. Öffne deine Augen. Du fühlst dich jedes Mal besser übrigens, wenn du deine Augen aufmachst. Das ist das Schöne dabei. Okay? Zeig mir mal deine Finger. Streck mal deine 10 Finger aus. Und wir zählen mal die Finger. Ja, wir fangen hier an. Okay? 1, laut. 2. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Was kommt nach 10? 11. 11. Komm, das kommt andersrum. Wir gehen mal sicher hier. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Was kommt nach 10? 11. Das heißt, du hast so rum 11 Finger. Und so rum 11. Das sind 22. Nee. Stimmt. Ist aber nicht schlimm, das korrigieren wir. Du fühlst dich wie nach 8 Stunden gut erholtem Schlaf und einer 7-stündigen super tollen Massage. 3, immer noch besser fühlst du dich. 4, dein Kopf ist kristallklar, du fühlst dich gut. Und 5, öffne deine Augen und du fühlst dich sehr gut. Dankeschön.